Welcome to Stories of Escape and Arriving, Refuge, Refugees, Refugio. Geschichten vom Fliehen und Ankommen. Just let me know, who understands German? Now, you will hear a lot of German, enjoy it. However, you will get the message in English in a way or another as well. What my wonderful students, friends, and colleagues want to do with this is to be aware of what is going on these days. And we'll start with a piece. It's actually a scene in the movie Hannah Arendt, the movie from Margarete von Trotta. And it plays exactly here at the university. She gives a lecture, and we will follow the encounters with her students. And then we will hear that in English, and this is for you, from a text that she wrote when she first came to the United States, We Refugees. And the movie actually thought too, that that was so important, what she had to say there, that they transposed it into the 50s scene, the 50s scene, the movie. Then we have the prologue of a piece of Elfriede Jelinek. She's an Austrian laureate of literature, and her piece charges Die Schutzbefohlenen just when people arrived in Lampedusa, the only thing they had was their life. And this is how it starts. Wir leben, Hauptsache wir leben, we are alive. That's all we have, that's all we need right now. That are the survivors, but they witnessed so many, and it happened just over the weekend again. So many people trapped, and just being on the ground of the sea. Then we have a piece of the diary, 1933, on the 20th April. So today, many years ago, we listen to Käthe Kollwitz, we listen to the Geschwister Scholl, Sophie und Hans Scholl with the Weiße Rose, the White Rose, the only student movement that were anti-fascist and anti-Hitler. And they, yes, they were captured and then brought to the concentration camp and died. And we will, at the end, listen to the epilogue of Bertolt Brecht's Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uri. And yes, we will have it in German and in English. And you will understand how meaningful this is in our times. I want to thank you all to participate in that way of performance. No, we are not competing with the drama department. We are the German department. We are not competing with the music department. However, we want to generate awareness that performance and a creative approach to the most important questions of our time is worthwhile. For nobody who encounters that or who is involved in it will ever listen to that the same way, but it will resonate differently. And as we will hear from Käthe Kollwitz, so important it is to put the seed so that it can grow and that you, in your own professional and private life, will have seen new venues to join in to the many people who will not accept that but want to do something for the better. Thank you.
aus den Lasten der Selbstsucht stammt. Aber das Böse hat sich in diesem Jahrhundert radikaler erwiesen als vorhergesehen. Und wir wissen bis heute, dass das Böseste oder radikal Böse mit solchen menschlichen, begreifbaren, sündigen Motiven gar nichts mehr zu tun hat. Es hat viel mehr mit den folgenden Phänomenen zu tun. Der Überflüssigmachung des Menschen als Menschen. Der Überflüssigmachung des Menschen als Menschen? Ja, der Überflüssigmachung des Menschen als Menschen. Das gesamte System der Konzentrationslager war darauf ausgerichtet, die Gefangenen davon zu überzeugen, dass sie überflüssig waren, bevor sie umgebracht wurden. In den Konzentrationslagern mussten die Menschen lernen, dass Strafe keinen Sinnzusammenhang mit einem Vergehen haben muss, dass Ausbeuten keinen Profit bringen muss und dass Arbeit kein Ergebnisseitig braucht. Das Lager ist ein Ort, wo jede Handlung und jede Regelung prinzipiell sinnlos werden, wo, mit anderen Wörtern, Sinnlosigkeit direkt erzeugt wird. Das Lager ist ein Ort, wo Sinnlosigkeit direkt erzeugt wird? Ja, das Lager ist ein Ort, wo Sinnlosigkeit direkt erzeugt wird. Ich fasse zusammen, wann es wahr ist, dass in letzten Stadien den Totalitarismus ein absolutes Böses erscheint. Absolut, weil es nicht mehr auf menschliche Motive zurückzuführen ist. Dann ist es ebenso wahr, dass ohne ihn, ohne den Totalitarismus, wir die radikale Natur des Bösen nie kennengelernt hätten. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Versuchen Sie es. Versuchen Sie es. Waren Sie in einem Lager? Ich hatte die Gelegenheit, eine gewisse Zeit im Internierungslager Gurs zu verbringen, in Frankreich. Ich hatte die Gelegenheit, eine gewisse Zeit im Internierungskurs zu verbringen, in Frankreich. But weren't the French on your side? Am Anfang ja. Sie haben uns aufgenommen. Aber als die Deutschen am 10. Mai 1940 in Frankreich einmarschierten, steckten uns unsere französischen Freunde plötzlich in Internierungslager. Über Nacht wurden wir zu einer neuen Art Menschenwesen, die von ihren Feinden im Konzentrationslager und von ihren Freunden in Internierungslager gesteckt wurden. Wir wurden von unseren Feinden, den Nazis, im Konzentrationslager und von unseren Freunden, den Franzosen, in Internierungslager gesteckt. Wie können Sie dann kommen? My husband and I were lucky enough to receive a visa to America. Ein Visum, aber noch lange kein Pass. Wir waren 13 Jahre lang staatenlos. Was war Ihr erster Eindruck von Amerika? Paradise. We refugees, Hannah Arendt. Our optimism, indeed, is admirable, even if we say so ourselves. The story of our struggle has finally become known. We lost our home, which means the familiarity of our daily life. We lost our occupation, which means the confidence that we are of some use in this world. We lost our language, which means the naturalness of reactions, the simplicity of gestures, and the unaffected expression of feelings. We left our relatives in Polish ghettos, and our best friends have been killed in concentration camps. That means the rupture of our private lives. Nevertheless, as soon as we were saved, and most of us had to be saved several times, we started our new lives and tried to follow as closely as possible the good advice that our saviors passed on to us. We were told to forget, and we forgot quicker than anyone could have imagined. And after 4 weeks in France, or 6 weeks in America, we pretended to be Frenchmen or Americans. The most optimistic among us would even add that their former life have been passed through a kind of unconscious exile, and that only their new country now taught them what a home really looks like. It is true, we sometimes raise objections when we are told to forget about our former work and our former ideals are usually hard to throw over if our social standard is at stake. With the language, however, we find no difficulties. After a single year, optimists are convinced that they speak English as well as their mother tongue. And after 2 years, they solemnly swear they speak English better than their other language. Their German is a language they hardly remember. In order to forgive more efficiently, we rather avoid any allusion to concentration or internment camps. We experienced in nearly all European countries.
It might be interpreted as pessimism or lack of confidence in the new homeland. Besides, how often have we been told that no one likes to listen to all of that? Hell is no longer a religious belief or a fantasy, but something as real as houses and stones and trees. Apparently, no one wants to know that contemporary history has created a new kind of human beings. The kind that are put in concentration camps by their foes and in internment camps by their friends. Friede Jelinek, die Schutzbefohlenen. Wir leben, wir leben. Hauptsache, wir leben. Und vielmehr ist es auch nicht als Leben nach Verlassen der heiligen Heimat. Keiner schaut gnädig herab auf unseren Zug, aber auf uns herabschauen tun sie schon. Wir flohen, von keinem Gericht des Volkes verurteilt, von allen verurteilt dort und hier. Das Wisper aus unserem Leben ist vergangen. Es ist unter eine Schicht von Erscheinungen gestippt worden. Nicht ist Gegenstand des Wissens mehr. Es ist gar nichts mehr. Es ist auch nicht mehr nötig, etwas in Begriff zu nehmen. Wir versuchen, fremde Gesetze zu lesen. Man sagt uns nichts, wir erfahren nichts. Wir werden bestellt und nicht abgeholt. Wir müssen erscheinen, wir müssen hier erscheinen und dann dort. Doch welches Land wohl liebreich als dieses? Und ein solches kennen wir nicht. Welches Land können betreten wir? Wir leben. Wir leben. Hauptsache wir leben. Und viel mehr ist es auch nicht als Leben nach Verlassen der heiligen Heimat. Keiner schaut gnädig herab auf unseren Zug. Aber auf uns herabschauen tun sie schon. Wir flohen. Von keinem Gericht des Volkes verurteilt, von allen verurteilt dort und hier. Das Wissbare aus unserem Leben ist vergangen. Es ist unter einer Schicht von Erscheinungen erstickt worden. Nichts ist Gegenstand des Wissens mehr. Es ist gar nichts mehr. Es ist doch nicht mehr nötig, etwas in den Begriff zu nehmen. Wir versuchen, fremde Gesetze zu lesen. Man sagt uns nichts, wir erfahren nichts, wir werden bestellt und nicht abgeholt, wir müssen erscheinen, wir müssen hier erscheinen und dann dort. Doch welches Land wohl liebreicher als dieses, und ein solches kennen wir nicht, welches Land können betreten wir? Keins. Betreten stehen wir herum. Wir werden wieder weggeschickt. Wir legen uns auf den kalten Kirchenboden. Wir stehen wieder auf. Wir essen nichts. Wir müssen doch wenigstens essen. Wir haben hier so einige Zweige im Frieden, so Zweige von den Ölpalmen. Nein, vom Olivenbaum haben wir abgerissen. Ja, und das hier auch noch, alles beschriftet. Wir haben sonst nichts. Wem dürfen wir ihn bitte überreichen, diesen Stapel? Wir haben 2 Tonnen Papier beschrieben. Man hat uns natürlich dabei geholfen. Bitte halten wir es nun hoch, das Papier. Nein, Papiere haben wir nicht, nur Papier. Wem dürfen wir es übergeben? Ihnen? Bitte, hier haben Sie es. Aber wenn Sie es nicht damit anfangen, müssen wir doch alles noch einmal kopieren. Noch einmal ausdrücken. Ist das Ihnen doch klar? Keins. Betreten stehen wir herum. Wir werden wieder weggeschickt. Wir legen uns auf den kalten Kirchenboden. Wir stehen wieder auf. Wir essen nichts. Wir müssen doch wieder essen, wenigstens trinken. Wir haben hier so ein Gezweig für den Frieden, so Zweige von der Ölpalme, nein, vom Olivenbaum haben wir abgerissen. Ja, und das hier auch noch, alles beschriftet. Wir haben sonst nichts. Wem dürfen wir ihn bitte überreichen, diesen Stapel? Wir haben 2 Tonnen Papier beschrieben. Man hat uns natürlich dabei geholfen. Bittend halten wir es nun hoch, das Papier. Nein, Papiere haben wir nicht, nur Papier. Wem dürfen wir es übergeben? Ihnen? Bitte, hier haben Sie es. Aber wenn Sie nichts damit anfangen, müssen wir das alles noch einmal kopieren.
noch einmal ausdrucken. Das ist Ihnen doch klar? Und droben im Himmlischen, wir fallen von der Hand. Ja, ihr seid gemeint, schaut nur herab. Wir beten zu euch. Ja, ihr, denen die Stadt und das Land und den leuchtenden Wasser der Donner wohl, und auch ihr, Sperrstaffenden in den Behoren nach Wolle gehört. Ihr sagt uns einmal dies, und dann sagt ihr uns das. Und nicht können wir gerecht werden, doch gerecht seid ihr ja auch nicht. Ihr Engel plus du, liebe Himmelwarte, was sollen wir machen gegen euch? Ihr dürft alles, ihr könnt alles. O droben, ihr Himmlischen, wir falten fromm die Hände. Ja, ihr seid gemeint, schaut nur herab. Wir beten zu euch. Ja, ihr, denen die Stadt und das Land und die leuchtenden Wasser der Donau wohl und auch ihr Schwerstrafenden in den Behörden noch wohler gehört. Ihr sagt uns einmal dies, dann sagt ihr uns das. Nichts können wir gerecht werden. Doch gerecht seid ihr ja auch nicht, ihr Engel plus du, lieber Himmelsvater. Was sollen wir machen gegen euch? Ihr dürft alles. Ihr könnt alles. Sieh hier, können Sie uns bitte sagen, wer, welcher Gott hier wohnt und zuständig ist? Hier in der Kirche wissen wir, welcher. Aber es gibt vielleicht andere woanders. Es gibt einen Präsidenten, einen Kanzler, eine Ministerin, so. Und es gibt natürlich auch diese Strafenden, das haben wir bemerkt. Nicht drinnen im Hades, es gibt sie alle gleich nebenan. Zum Beispiel dich, wer auch immer dich. Wer auch immer du bist, du, Jesus, Messias, Messi, egal. Der du das Haus, das Geschlecht, alle Frommen bewährst. Aufgenommen hast du uns nicht. Wir sind ja auch von uns selber gekommen. In deine Kirche gekommen. Schutzflehende zu. Bitte helfen Sie uns, Gott, bitte helfen Sie uns. Unser Fuß hat ihr Ufer betreten, unser Fuß hat noch ganz andere Ufer betreten, wenn er Glück hatte. Doch wie geht es jetzt weiter? Sie hier, können Sie uns bitte sagen, wer, welcher Gott hier wohnt und zuständig ist? Hier in der Kirche wissen wir welcher, aber es gibt vielleicht andere woanders. Es gibt einen Präsidenten, einen Kanzler, eine Ministerin, so. Und es gibt natürlich auch diese Strafenden. Das haben wir gemerkt, nicht drunten im Hades. Es gibt sie alle gleich nebenan. Zum Beispiel dich, wer auch immer dich, wer auch immer du bist, du, Jesus, Messias, Messi, egal, der du das Haus, das Geschlecht, alle Frommen bewahrst. Aufgenommen hast du uns nicht. Wir sind ja auch von selber gekommen, in deine Kirche gekommen, als schutzflehender Zug. Bitte helfen Sie uns, Gott, bitte helfen Sie uns. Unser Fuß hat Ihr Ufer betreten. Unser Fuß hat noch ganz andere Ufer betreten, wenn er Glück hatte. Doch wie geht es jetzt weiter? Was hätte uns die See vernichtet? Was hätten uns die Berge vernichtet? Jetzt sind wir wieder in dieser Kirche. Morgen werden wir wieder im Kloster sein. Dank dem Herrn Gott, dank dem Herrn Präsidenten. Sie würden eingesetzt, sie haben sich eingesetzt. Doch wo werden wir übermorgen sein und danach? Wo werden uns ein Bett versagt werden? Wo werden wir uns ein Bett erzwingen können? Wo werden sie uns wieder rauswerfen? Wo werden sie uns unsere eigenen Knochen vergraben können? Das heißt, wer wird das alles machen? Wer wird das für uns tun? Wer wird dafür sorgen, dass wir Seinen auch erblickt werden? Und das ohne Abscheu. Fast hätte die See uns vernichtet. Fast hätten uns die Berge vernichtet. Jetzt sind wir in dieser Kirche. Morgen werden wir in diesem Kloster sein. Dank dem Herrn Gott. Dank dem Herrn Präsidenten. Sie wurden eingesetzt. Sie haben sich eingesetzt. Doch wo werden wir übermorgen sein und danach? Wo wird uns ein Bett versagt werden?
Wo werden wir uns ein Bett erzwingen können? Wo werden sie uns wieder rauswerfen? Wo werden wir unsere eigenen Knochen vergraben können? Das heißt, wer wird das alles machen? Wer wird das für uns tun? Wer wird dafür sorgen, dass wir Seienden auch erblickt werden? Und das ohne Abscheu. Die vom des Baches rufen, des Meeres Küste, den Waldwünschen der Heimat verscheuchten, die klagen den Glauben verlorener Heimat, der wird von deren unmutterlichen Sonn, die können sich hier sehen. Keiner ruht sich hier, irgendjemand zu entstammen. Es würde ihm auch nicht nützen, und wieso? Bitte, wieso sind sie hier auch so nicht auf uns? Das verstehen wir nicht. Wir sind lang Schmerzbeuten, ja. Aber was haben wir getan? Dass sie uns in Angst hatten. Angst überall. Angst vor den Meinen, die ich verließ. Dass ich wieder zurück muss. Von ihnen aber noch mehr Angst, dass ich bleiben muss. Dass ich nicht bleiben darf. Geben Sie mir gleich recht. Jetzt würden Sie mir gleich recht geben. Wenn Sie überall Angst haben, würden Sie sagen, warum sind Sie dann hier hergekommen? Denn um neue Angst zu haben, schon wieder, nutzt jetzt in der Bewahrungssprache, die wir nicht kennen und nicht können. Das ist ja immer so, wenn man woanders ist, unter Fremden. Was geschieht jetzt? Was geschieht nur jetzt? Die von des Bachs Ufern, des Meeresküste, den Waldbüschen der Heimat verscheuchten, wehklagend im Gram verlorener Heimat, verwirrt von deren urmütterlichem Zorn, die können sie hier sehen. Keiner rühmt sich hier, irgendjemand zu entstammen, würde ihm auch nichts nützen. Und wieso, bitte? Wieso sind Sie hier auch zornig auf uns? Das verstehen wir nicht. Wir sind längst schmerzbefreundet, ja. Aber was haben wir hier getan, dass Sie uns in Angst halten? Angst überall. Angst vor den Meinen, die ich verließ, dass ich wieder zurück muss. Vor Ihnen aber noch mehr Angst, dass ich bleiben muss, dass ich nicht bleiben darf. Jetzt geben Sie mir gleich recht, Sie werden mir gleich recht geben. Wenn Sie überall Angst haben, werden Sie sagen, warum sind Sie dann hergekommen? Um neue Angst zu haben? Schon wieder? Nur jetzt in der Barbarensprache, die wir nicht kennen und nicht können. Das ist ja immer so, wenn man woanders ist unter Fremden. Was geschieht jetzt? Was geschieht nur jetzt? Wir rufen Leben in diese Sprache. Die wir nicht kennen und können, die sie aber beherrschen wie sich selbst. Außer sie stehen an einer Bahnsteigkante und sehen uns. Bitte bemühen Sie sich ein wenig, zu erfahren, was sie niemals wissen können. Bitte. 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 Viktor Klemperer from his diary. The 20th of April, Thursday evening, 1933. Is it the urging of the atrocious propaganda, film, radio, newspapers, flags, forever new celebrations? Today, the folk festival, Adolf, our leader's birthday. Or is it the trembling, slavish anxiety that pervades? I am almost certain
that I will not live to the end of this tyranny. I become progressively aware of the loss of personal rights. I am already not German and Aryan, besides being a Jew, and must be thankful for being allowed to live. The genius of this publicity is quite effective. The day before yesterday, we saw and heard on film how Hitler, the great performer, with masked SA-Leute in front of him and a half dozen microphones in front of his lectern, spreads his word via the airwaves to 600,000 SA-Leute all over the country. One sees the omnipotence and swallows it. And always the Hurstfessel song. And we submit. I'm reading from Masha Gold, who survived the Holocaust, was supposed to read that today. Unfortunately, she was unable to come. We do wish her well. 20. April 1933. It is the 20th of April today, Donnerstagabend, Thursday. Ist das die Suggestion der ungeheuren Propaganda? Film, Radio, Zeitungen, Flaggen, immer neue Feste. Heute der Volksfeiertag, Adolfs des Führers Geburtstag? Oder ist es die zitternde Sklavenangst ringsum? Ich glaube jetzt fast, dass ich das Ende dieser Tyrannei nicht mehr erlebe. Und ich bin fast schon an den Zustand der Rechtlosigkeit gewöhnt. Ich bin schon nicht Deutscher und Arier, sondern Jude und muss dankbar sein, wenn man mich am Leben lässt. Genial verstehen Sie sich auf die Reklame. Wir sahen vorgestern und hörten im Film, wie Hitler den großen Appell abhält. Die Masse der SA-Leute vor ihm, das halbe Dutzend Mikrofone vor seinem Pult, das seine Worte an 600.000 SA-Leute im ganzen Dritten Reich weitergibt. Man sieht seine Allmacht und duckt sich. Und immer das Hospessenlied. Und alles kuscht. Käthe Kollwitz. 1933 war ich, Käthe Kollwitz, und mein Mann Karl, 66 und 70 Jahre alt. Wir entschlossen uns, nicht mehr zu emigrieren, auch als die Medien und Organisationen gleichgeschaltet wurden und die SPD, bei der Karl Mitglied war, verboten wurde. 1936 wurden wir von der Gestapo verhört. Man drohte uns mit der Einlieferung in ein Konzentrationslager. Wir waren darauf vorbereitet, nicht in ihre Hände zu fallen. Durch den Tod unseres jüngsten Sohnes Peter, nach nur 2 Wochen an der Front im Ersten Weltkrieg, wurde ich zu Pazifistin. Am 15. Januar 1919
begann die jüngere Politik mit dem Doppelmord an den beiden Köpfen des Spartakusbundes, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Diese Morde setzen mir sehr zu. Ja. Und 1919 wurde ich als eine der wenigen Frauen in die Akademie der Künste in Berlin gewählt. Aber im Februar 1933 unterschrieb ich, wie schon 1932, den dringenden Appell für die Einheit gegen Hitler. Lebensfazit: Die Menschen sind bis zur Möglichkeit ihres ertragen Könnens verwandelt. Pazifismus ist Arbeit, harte Arbeit. Ende 1948, Anfang 1942 nehme ich zum letzten Mal das Thema auf. Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. Und vermache ich mit der gleichlautenden Lithografie mein Testament. In diesen Tagen war mir unerhört schwer ums Herz. Ich zeichnete also noch einmal dasselbe. Jungen, richtige Berliner Jungen, die wie junge Pferde gierig nach draußen wittern, werden von einer Frau zurückgehalten. Die Frau, eine alte Frau, hat die Jungen unter sich und ihren Mantel gebracht. Gewaltsam und beherrschend breitet sie ihre Arme und Hände über die Jungen. Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. Diese Forderung ist wie nie wieder Krieg. Kein sehnsüchtiger Wunsch, sondern Gebot. Forderung. Am 22. April 1945, übermorgen, vor 72 Jahren, bin ich verstorben. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg auf dem europäischen Kriegsschauplatz. In 1933 Kette Kulwitz was 66 and my husband Carl was 70 years old. We decided not to emigrate, even after the media, political parties, and other organizations were taken over by the Nazi Party and the Social Democratic Party, of which Carl was a member, was banned. We were interrogated by the Gestapo in 1936, who threatened to send us to a concentration camp. From this time on, we prepared not to fall into their hands. Gallery owners canceled planned exhibitions, and my work was also withdrawn from some museums as a result of the Entartekunst campaign. The sudden death of our youngest son, Peter, only 2 weeks into the First World War at the front, made me a pacifist. On January 15th, 1919,
Georg und Karl Liebknecht, who were leaders of the Spartacus League, were murdered. These two murders left me outraged. And yes, also in 1919, I was elected as one of only a few women to be a member of the Prussian Academy of Arts. But in February 1933, I signed, as I had done in 1932, a call for the unification of the various workers' parties. The urgent call for unity. This desperate attempt cost me my membership in the Academy, as it did to Heinrich Mann, Max Liebermann, Otto Dix, and Carl Schmidhorn. In 1940, my beloved Carl died. In a letter to my daughter-in-law, Ottilie, written in February 1944, I formulated something approaching a summation of my life's work. People have been pushed as far as they can endure. Pacifism is not simply looking calmly on things. It is also work, hard work. In early 1942, at the age of 75, I passionately took a stand once again with my lithograph. Seed for sowing should not be milled. It is my testament. These days I've felt unbelievably heavy hearted. So once again, I've drawn the same subject. Boys, real Berlin boys, who are greedily sniffling the outside air like young ponies, are being held back by a woman. The woman, an old woman. She has the boys by herself and brought them under her coat. Strongly and powerfully, she stretches her arms and hands over the boys. Seed for sowing should not be milled. Like never again war. This call is not a statement of longing, but rather a command, a demand. On April 22nd, 1945, the day after tomorrow, 72 years ago, I died. On May 8th, 1945, the Second World War ended in Europe. Scholl, Sophie Scholl und Hans Scholl, Leonie, anti-fascism, anti-Hitler movement in the student body in Germany. The White Rose, die Weiße Rose, the last pamphlet. Das letzte Flugblatt. Kommilitoninnen und Kommilitonen, erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 330.000 deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Führer, wir danken dir. Das geehrte deutsche Volk, wollen wir weiter einem Dilettanten das Schicksal unserer Armee anvertrauen? Wollen wir den niedrigsten Machtinstinkten der Parteiklicke den Rest unserer deutschen Jungen opfern? Nimmermehr. Der Tag der Abrechnung ist gekommen.
der Abrechnung der deutschen Jungen mit dem verabscheuenswürdigsten Tyrannis, die unser Volk je erduldet hat. Im Namen des ganzen deutschen Volkes fordern wir vom Staat Adolf Hitler die persönliche Freiheit, das kostbarste Gut der Deutschen zurück, um das er uns in der erbärmlichsten Weise droht. In einem Staat rücksichtslose Knebelung jeder freien Meinungsäußerung sind wir aufgewachsen. HJ, SA und SS haben uns in den fruchtbarsten Bildungsjahren unseres Lebens zu uniformieren, zu revolutionieren, zu narkotisieren versucht. Weltanschauliche Schulung hieß der verächtliche Methode des aufkeimenden Selbstdenken und Selbstwerden in eine nebelleere Phrase zu ersticken. Eine Führerauslese, wie sie teuflische und zugleich bornierte, nicht gedacht werden kann. Seid ihr künftige Parteibonsen auf Ordnungsbürger zu gottlosen, schamlosen und gewissenslosen Ausbeutern und Mordbuben heran, zu blinden, stupiden Führergefolgschaft. Wer arbeitet des Geistes, wäre gerade recht, diese neuen Herrenschicht der Knüppel zu machen. Frontkämpfe werden von Studentenführern und Gauleiterspiranten wie Schulbuben gemaßregelt. Gauleiter greifen mit geilen Späßen den Studentinnen in die Ehre. Deutsche Studentinnen haben an der Münchner Hochschule auf die Besuldigung ihrer Ehre eine würdige Antwort gegeben. Deutsche Studenten haben sich für ihre Kameraden eingesetzt und standgehalten. Das ist ein Anfang zur Erkämpfung unserer freien Selbstbestimmung, ohne die geistigen Werte nicht geschaffen werden können. Unser Dank gilt den tapferen Kameradinnen und Kameraden, die mit leuchtendem Beispiel vorgegangen sind. Bertolt Brecht. Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy, der Epilog. The Resistible Rise of Arturo Uy, the Epilogue. Ja, und damit, wie man sieht, statt steht. Und handelt statt zu reden, noch und noch. So es hat einmal fast die Welt regiert. Die Völker werden seine Herr, jedoch. Dass keiner uns zufrieden triumphiert, der Schoß ist fruchtbar noch. Aus dem das Korn. Therefore, learn how to see and not to gape, to act instead of talking all day long. The world was almost won by such an ape. Nations put him where his kind belong. But don't rejoice too soon at your escape. The womb he crawled from is still going strong. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Korn. The womb he crawled from is still going strong. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Korn. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Korn. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Korn. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Korn. The womb he crawled from is still going strong. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Koch. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Koch. Thank you.
good feels whenever it comes to mind, brainstorming, thoughts, questions, whatever you want. No questions? If there is no question, I will just fix the pitch until the... Oh, is there a question? Oh, please. Or no? Yeah, you had such a wonderful selection of texts, so I was wondering how you chose them. Well, this is actually, I can give that to my students. You know that this is the work of the students and to 416 minority voices in German culture. And we read and watched and worked with all kind of different material. And they identified which of the material we worked through during the semester they thought lends best for our performance. And then in the particular film or novel or whatever it was, they identified always three things that they thought are most important to tell you in the story. And then we started from there, getting them and putting them in the form that it would lend to a performance. So, but maybe the students, there's something you want to add? Well, from the many texts, the texts that we read, these seven were the most relevant to each other, and we picked the strongest themes throughout the course, which is primarily the refugees coming over from Germany or fleeing the country during those times. Yes, and as we always, it was always about identity. It was always about being on the run and arriving, but then not feeling to be welcome or not having the legal rights or the papers you needed. And there are repetitive things we learned from all those who endured that. So just share an impression. First of all, I want to say that the choreography and the way that it was delivered was really very compelling. It was very beautifully done. Thank you. And also, just to to say that the texts were almost haunting to me because it had a lot to do. I mean, I kept on thinking about certain images that we're getting in the media right now. You know, so I just want to. Thank you very much for the selection of texts because, they resonate so powerfully with all of the things that people are enduring today. And I think, Käthe Kollwitz said it, that we can't endure this. I mean, people have been pushed to the edge of their endurance. And so thank you, for the selection of texts and for the way that you so thoughtfully presented them. Thank you very much. Thank you, my wonderful students. It was a long but a hopeful, rewarding journey, and they did such a wonderful job, and you have had endurance to go through the process. I also want to acknowledge my dear colleague Anne Miedek, who is a scientist, visiting scientist, and Sharon Ford, who is a scientist too, and who just actually as Marsha Gold, who is a Holocaust survivor, got sick and couldn't be our very special guest today. She was so kind to fill in and did it in a wonderful way. Thank you, Sharon. Interested in it was, yes, it was a lot of German, but I hope and think you still got a lot out of it, or you heard enough in English, and we made sure more or less that you got the most important themes and questions in English. What was it that kind of you think will stick with you? What is it that might be from now on
to allowing performance, allowing the arts to give voice to the voiceless. What might change in your perception in the future? Any ideas about that? Could you repeat that question? I said, now you came here, you were part of this performance. What do you think from after the performance, having allowed the arts to give a voice to the voiceless, how will that change your perception of things when you listen something here on the radio or in the media about the very unfortunate things that happen over and over again, the drowning people just this weekend, and there are many people on the run, but they never make it to what they hope is heaven or place. Yeah, as Hannah Arendt said, when they asked you, how was it for you when you arrived in the United States? Oh, paradise, yeah? But a lot of people just on the way never make it. So my question is, what do you think? How will you encounter the things that come to you and to your ears every day? How will you encounter them eventually differently? That's the question. My response, as a grandchild of immigrants, is to be reminded by these texts, even though my grandparents were not German, they were Italian, is to be reminded of that feeling of being an outsider, of being different, and yet in the texts, we see among everyone the common human emotions that link us all together as human beings. Fear, anger, frustration, love. They link us all together as human beings. Yeah. Is there something that touched you? Something from the many texts you listened to? Yes. Somebody who doesn't speak German, it just reminds me of the power of words, even if you don't necessarily understand them. It was the inflections, the tones, the little bit of English that we did get that kind of set the tone for everything else that was going on. And it's just being reminded that just because somebody doesn't understand you doesn't mean that you can't still get your message across. Thank you. Do you have questions for the students that participated? Is there something you would like to know? Yeah. What were you guys like all saying at the end together? Like, what was like in translating? Like that very last. Yeah. She has was the literal English translation. Yes, you have it. The womb from which he crawled is still going strong. Could probably not be more meaningful for us right now. And he wrote it in 1941 in exile as well in Finland. The piece, the other play. Remark? Yes, please. For the students, did you guys learn German, like, with your family or through school? Okay, I've only learned German at university, so I've only learned German for 2.5 years. I'm German. I speak German at home. So, kind of cheating, but I'll take it. Same deal with her. German was my first language, and then moved here. I do not speak German. I speak German. And for me too, I'm German, so German is my first language. This is, actually we have a writer in residence, and when he
degree from his oeuvre to us, there was a personage, and I thought, hey, he had a shadow, and I thought, oh, that's interesting. Let's have a shadow too, like an echo for Jelinek is really, it's she plays with the words, and even for a native speaker, this is so dense, and this is so incredibly artistic. They call it actually a work of art in writing. So it's worthwhile to kind of have a chance to hear it again. Yeah, but there is a beautiful brand new translation of that, and it would be my hope to be able to do a staging of both, the whole piece in German and in English. But it's incredibly difficult to translate that. Yeah. Thank you for the question. And I would add that it's easy to learn German. Oh, yes. Yeah. This is the hand of our department. If she says it, you have to believe it. She would know. Yes, guys, it's actually true. It's actually true. And did you hear how nice it sounds? Yes. Now, on that happy note, and thank you. Thank you so much. I must say, I would like to address that even publicly. That the head of our department is on sabbatical and gave us the honor to be here with us. So many thanks. That meant a lot to us. Thank you so much. And thank you to all of you. It has been delightful to have you here. And I hope you enjoyed it and take one or two thoughts of that with you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.